Real Talk mit Sascha und Nico und Köpfchen rauchen. Dream. Nico, also InScope 21, nicht Nico Slowmo, hat ein Video gemacht, wie er einen Tag in der Shisha bearbeitet. Nico als Shisha-Mann, wir sind sehr gespannt, wir gucken uns das Video mal an und ja, schauen mal, ob Nico gute Köpfe bauen kann. Oho, oho, liebe Leute, es geht in die nächste Runde, es ist Bestrafungstime, oder das heißt Bestrafungstime, ist jetzt eigentlich nicht so eine üble Bestrafung, aber jetzt geht's ab in die Rebel Lounge, Shishas austeilen. Einfach so, mal gucken, ob es witzig wird. Das erfordert definitiv ein Studium. Yilo ruft mich an. Zack, zack. Yilo, Abi, was geht? Hallo, wo bist du denn? Ich komm gleich. Digga, wenn du Verspätung hast, ne? 20 Uhr Abzug, Bruder. Alles klar, Leute. Escalation Time. Wir sehen uns gleich. Ich glaube, viele haben so gedacht, yo, der macht jetzt hier Werbung für die Rebel Launch, heftiges Placement und sowas. Ich mache das einfach, weil ich erstens fand, es war eine witzige Videoidee, auch mit Michi und so, weil der dort einfach arbeitet. Dann zweitens verstehe ich mich sehr gut mit dem KC Rebel. Und drittens, ich greife ihm einfach gerne unter die Arme. Das ist einfach eine gute Shisha-Bar. Warum soll ich da nicht was machen für einen guten Kollege? Also das heißt, Leute, ich kriege hierfür überhaupt kein Geld. Ich mache das einfach nur, weil es mir Spaß macht, weil ich es witzig fand. Und weil ich denke, das ist einfach ein ganz cooles Video. Ich finde es auch eine witzige Idee. Der Fun ist eröffnet. Wir sehen uns gleich in der Rebel Lounge. Was geht ab, liebe Leute? Wir sind der Mister. Heute werden die Shishas ausgeliefert. Aber mal. Jeder Profi weiß, je mehr Hygienemundstücke du hast, umso besser ist die Pfeife. Brisant des Todes. Wir müssen nur noch einen Kameramann finden, der das Ganze ein wenig hier festhält. Aber ich denke auf jeden Fall, die eine oder andere Bestellung ist schon am Start, oder? Selbstverständlich. Fühlst schon oder was? Richtig. Ich glaube, ihr kennt mich. Also bei mir ist es einfach so, dass ich schon weiß, wie viel Menge ich nehme, dass es genau in den Kopf passt. Aber dann werden ja die Finger ganz dreckig. Nein. Also der Kopf ist praktisch fertig. Also jetzt machen wir wieder zurück und ich bitte dich, dass du das machst. Du machst das richtig, ja, die Leute zahlen Geld. Muss man das reindrücken oder? Nein. Du hast es zu. Ist das der erste Kopf, den Nico baut? Das ist auf jeden Fall funny dann. Ja, genau, mit Liebe. Ja, trau dich einfach, deine Finger dreckig zu machen. Ich weiß nicht, was mit dem Jungen los ist, aber ich glaube, der hat noch nie gearbeitet. Okay, hier hinter dir, nehmt es in Hand, egal. Hammer Typ, ja. Er stellt sich so richtig doof, aber ist so in Ordnung. Oh, warum jetzt? Wow! Gibst du ein Batscher? Ein Batscher eigentlich, ja. Ein Batscher, oder was? Jetzt Kohle drauf, oder wie? Ja, Kohle. Jetzt dein Mundstück und ein anderer. Jungs, was macht ihr? Kommt bei dir was raus? Alter, doch, übel lang. Jetzt stell dir vor, wenn wir am Wochenende bis Frauen der Shisha haben. 41. Ganz hinten rechts. Lauf mir einfach hinterher. Hallo. Stolz wie Oscar mit der ersten selbstgebauten Pfeife, ey. Ich feier's hart. Guckt euch mal an, wie glücklich der Junge ist, weil er einen Kopf gebaut hat. Ist so nice. Ja. Und? Guten Tag. Deine Shisha kratzt, sag mal, ja. Einfach mit ihrem Mundstück geraucht. Das doch gar nicht. Scheiß Gelaber hier. Überhaupt nicht. Der eine Typ, super, super skeptisch, so, was passiert hier, Digga? Ich wollte eigentlich nur eine Pfeife rauchen. Moin. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr da seid. Und noch schöner, wenn ihr später geht. Hey Leute, ich habe gerade, glaube ich, ohne Witz so 50, 60 Gramm Protein gegessen. Und Schauleben ist mir gerade heiß. Ja, geht es jetzt hier mal ein bisschen schneller oder was ist hier los in dem Laden? Das ist mein neuer Shisha-Junge. Junge. Ja. Alles in Ordnung, alles in Ordnung. Hier drinnen bin ich der Chef, ja? Ja. Da drinnen bist du der Chef. Aber wir sind jetzt hier. Was ist deine Message? Meine Message ist, es macht deine Arbeit richtig gut. Dass die Leute richtig zufrieden sind, zahlen ihr Geld. Genau. Ja? Sei lieb zu denen. Freundlich, gesprächig. Ja, wie du auch aussiehst. So siehst du richtig süß. Okay, nächste Shisha, was ist hier los? Nächste
T-Shirt. Ach krass, Murat schreibt, ich war an dem Tag dort, aber da war Inscope schon fertig. RIP, Digga. Hätte ich übel gefeiert, wenn Nico mir eine Pfeife bringen würde. Ich hätte Angst bei dem Kopf, aber ich würde es hart feiern. Hast du gearbeitet oder wie sieht's aus? Willst du den Köpfle wieder machen? Mach das Köpfle. Revolution. Ah, da haben wir es doch. Zeig mal, wie sauber die sind. Ist ja sauber, alles klar. Aber bevor du es heißt. Du musst es leben, du musst es fühlen. Jetzt will immer Eisschlauch. Ja. Das ist kühl, schmeckt echt lecker. Heide Land, Peter Mann. Boah. Alter, Micky, drin. Hey, das ist deine Schuld. Hast du keine Nummer? Sorry. Für wen ist die? Für dich? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Boah, ich fühle mich gut. Ich probiere das Publikum zu unterhalten. Die Leute scheinen sehr zufrieden zu sein. Das werden wir allerdings erst sehen. Ey, Nico ist einfach der goddamn Father of Dummgelaber. Ohne Scheiß. Ich glaube, der Junge, der kann einfach immer reden. So. Der kann 24-7 reden. Das ist kein Problem. Wenn das Trinkgeld kommt. Wie, was, wo? Pipapo, ah? Klar, ist jetzt wichtig, Jungs. Guck mal die Jungs da draußen, ey. Film die mal. Klar, Jungs, die müsst ihr mal wissen. Jungs, sag mal Grüße. Grüße. Ja, aber an wen denn? Ja, danke schön. Oh, das ist aber richtig heiß. Wenn ihr mit Halfbrain arbeitet, da ist ganz schnell mal vorbei, Alter. Manche sagen, du bist arrogant und du machst nicht so dreckige Arbeit und hier. Wie, er mag keine dreckige Arbeit, Junge. Nico, Shisha Man of the Year. AMG und. Ich hab auch schon gesagt, dass es hier kein Placement ist, also ich krieg hier kein Geld oder so. Ja. Das machst du nur von wem? Für meine Fans! Hey. Für ja, ich muss arbeiten erst. Dann nachher. Jo Leute, auf jeden Fall bisher eine richtig witzige. Das mach ich für meine Fans. Können wir ein Foto machen? Nee, muss arbeiten, Bruder. Bruder, muss arbeiten, tut mir leid. Allerdings auch anstrengende Sache, aber ich muss echt sagen, ich feiere. Ich bin witzig. Wir filmen bestimmt noch einiges. Vielen Dank für alle, die gekommen sind. Ist mega geil. Und ich würde sagen, let's do this shit. Hier rein erstmal. Boah, es ist stressig. Schneller! Hier, das und das hier, das ist auch noch geil. Das geht, das ist gut. Warum dürfen wir das hier? So lange ist das für Scheiß. Stacy, was sagst du noch? Das ist ein Job. Ich hab's noch nicht probiert. Ich hab's nicht probiert. Ich muss es gleich probieren. Kommst du klar, Nico? Das geht doch. Der Junge ist echt top. Ich überleg's mir, ob der diese komische Sache, was er im Internet macht, ob der das kündigt, ja, und bei mir anfängt. Macht er bestimmt nicht, aber verdient man auch viel mehr. Ich zahl gut, ich schwöre. Boah, ey. Meine Lunge. Er wird in einem Monat ein Ferrari fahren und nicht ein G oder wie das auch heißt. Wo ist das 30? Wo ist das? Da, wo du eben warst. Nochmal einer. Da stehen doch schon 6 Shishas am Tisch. Ja. Sind die eigentlich? Kommt denn am Ausfall? So, ich hab neues Personal hier. Ja, ich komme mal 31. An der Stelle haben wir die Linie. Casey, erstmal Story mit Nico machen. Perfekt. Ja, na, 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 na. Ey, aber mein Arm, der hält mir wunderlang durch nach dem Schultertraining heute. Ne, hier ist der Minze. Please have a seat, man. Dankeschön, gell? Hallo, aber kann ich... Nico macht echt Spaß. Echt? Er ist echt cool, der Junge. Der macht seinen Job richtig gut. Freut mich. Ich freue mich auch, dass er auch verloren hat. Die mir allesamt einen saugen Hut kauen. Die sind nicht umschlafen, die alte Shisha. Aber natürlich. Einmal einen schwarzen, dicken Lederschlauch, ne? Muss ich jetzt einfach reinstecken, ne? Genau. Aber richtig tief, ne? Ich weiß ja nicht, welcher Tisch hier welcher ist. Warte kurz, ich komme. Er kommt nicht. Ja, schon, aber dann gehe ich da hin und sagst so, hey, sag mal, Leute, wo ist Tisch 10? Und die gucken mich an und sagen mir, Alter, Mann, da können wir arbeiten hier. Komplett verschwitzt. Was soll ich dazu sagen? Heftiger Abend. Sascha ist natürlich heute auch am Stissel. Oh. Und wir sind natürlich heftig am Abgerufen. Yilo ist auch am Start. Real Talk mit Sascha und Nico und Köpfchen rauchen. Dream. Yilo, grüß mal deine Gang. Alles klar, dankeschön. Ich werde jetzt noch ein paar Shishas raushasseln. Geil, dass so viele am Start waren. Grüße gehen dann alle raus, die am Stissel sind. Sollen wir einen YouTube-Channel machen? Meine Schicht ist jetzt beendet, liebe Leute. Es war ein ganz übles Ding. Übles Kopfweh am Start. Übles krass geschwitzt, Mann. Es war mir eine Ehre, euch heute bedienen zu dürfen. Ich hoffe, ich war immer schön freundlich und ich hoffe, ihr konntet den Aufenthalt genießen. Für die, die da waren, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Jetzt muss ich erstmal meinen Kopf beseitigen, weil ich muss der ganze Shisha-Smoke und so. Das geht gar nicht. Liebe Leute, wir haben hier einen Kollegen, der anscheinend einen Backflip kann. Okay, das wollen wir natürlich jetzt erstmal live sehen. Perfekt. Nico als Shisha-Mann, wie endet das Video? Er kann einen Backflip. Okay, will ich jetzt auch sehen. Nur einen? Also du meinst nur Flickflacks oder wie? Nein, nur einen Backflip. Okay, aber wenn du mehrere machen könntest, wäre es geil. Ja, okay, warte, dann gehen wir mal hier erstmal auf eine sichere Station. Bist du aufgewärmt? Ja, ich bin immer warm. Ah, ist immer warm, super. C63, geil. Okay. Krass, Digga. Bei dir läuft's halt. Und Alter. Was machst du, wenn es dich auf die Fresse haut?
Aufstehen und weitermachen. 4, 5. Junge, wie viele macht der denn? 6, 7, 8. Komm, noch 2. 9. Zieh den Satz durch, letzte. Nice, Alter. Sehr schön, Alter. Sehr schöner Typ, Alter. Hat ja kurz 10 Backflips. Hat das auf jeden Fall mit in Nikos Video geschafft, ne? Hingehauen, Alter. Kein Problem für den Typen. Yalla, 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 yalla. So, liebe Leute, der Arbeitstag wurde erfolgreich durchgehauen. Ich habe zwar Kopf wie es fuck, aber ich muss auf jeden Fall sagen, es ist ein interessanter Einblick gewesen in die Arbeit hier von Micky. Willst du auch drauf? Ja, doch, komm auch drauf. Alles gut. Jetzt komm. Stell dich nicht so an. Hier ist der Typ, der immer die Kohlen aufheizt. Auf jeden Fall, Micky, danke für den Einblick, Alter. Ich bin komplett am Arsch. Schaut rein. Jo, Leute. Oh Gott, Nico dead. Ich kann eigentlich gerade gar nicht glauben, dass ich hier sitze, Mann, um 3 Uhr ist es jetzt schon. Jetzt kommen wir wahrscheinlich die ersten Witze. Jo, Nico hat zum ersten Mal in seinem Leben gearbeitet und ist müde, der Arme. Aber ohne Spaß. Nico hat wohl gerade zum ersten Mal gearbeitet, direkt müde, Alter. Shisha anziehen, wenn man das nicht gewohnt ist. Hey, Leute, das war ein Kopfweh. Ich habe so übelst die Kopfschmerztabletten genommen, damit ich das jetzt hier noch durchgehalten habe. Ganz übles Ding. Aber trotzdem, hey Leute, geil, dass ihr am Start wart. Ich hoffe, ihr konntet den Abend einigermaßen genießen. Ich habe auch probiert, noch mit ein paar Leuten zu labern und so. Ich hoffe, das hat alles so hingehauen, wie ihr euch das vorgestellt habt. Was heißt, wie ich? Ich habe ja nicht mal einen Treff gemacht. Ich habe einfach nur gesagt, dass ich bediene. Ach komm, scheiß drauf. Ihr wisst, was ich meine. Ich bin viel zu müde. Ja. Also das war auf jeden Fall witzig. Sehr, sehr nice, Nico da als Shisha-Mann zu sehen. Auf jeden Fall nice. Und Rebel Lounge sieht eigentlich auch ganz cool aus. War ich aber noch nicht. Es wird wohl irgendwo in der Nähe von Stuttgart sein oder so, schätze ich mal. Da kommt Nico ja her. Ja, keine Ahnung. War auf jeden Fall ein nices Video.